Willkommen wieder zu einem neuen Video. Taktisches, medizinisches Versorgen. Da geht es dann um die Skills, also das, was du tatsächlich selber kannst. Ja. Willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und dieses Mal habe ich einen neuen Hauptgast dabei. Ja. Ich würde mal sagen, er stellt sich einfach mal vor, damit ihr so eine kleine Ahnung habt, wer er eigentlich ist und was er eigentlich macht. Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann, dass ich hier sein darf. Tausendmal Dank für die Einladung. Ich bin Urs Wegehoff, der Medi-Urs. Bin jemand, der eine klitzekleine, liebevolle Schule für medizinisches Training für entlegene Gebiete, für etwas andere Formen der Erste Hilfe, also nicht die klassische Erste Hilfe hat, sondern Erste Hilfe, die wirklich funktioniert und die Spaß macht. Bin seit 2016 aber auch, wenn man so will, staatlich geprüfter Master Prepper. Oh, da gibt's einen Master? Na, was heißt ein Master? Es gab früher mal den Bundesverband für Zivilschutz, als ich noch jung und unschuldig war. Damals habe ich so eine Projektwoche in der Schule mitgemacht. Mhm. Und das war eine Behörde mit damals 5000 Persönlichkeiten, die ehrenamtlich oder in Vollzeit sich um den Katastrophenschutz von Bund her, also von Bundesseite her, in Deutschland gekümmert haben. Der Nachfolger dazu ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ihr kennt vermutlich alle diese orange Broschüre über Notfallvorsorge. Die hat durch den Bundesverband für Zivilschutz, BVS, Bundesverband für den Selbstschutz, die hat da ihren Ursprung. Ursprünglich mal, jetzt muss ich mal nachdenken, 1956 des letzten Jahrhunderts. Also ist schon länger her, also schon älter die Broschüre, oder? Der Inhalt der Broschüre zu tragenden Teilen leider ja. Also viele Dinge sind überarbeitet, manche nur sehr, sehr rudimentär. Und da geht es unter anderem in meinen Videos drüber, was davon in dieser Broschüre wirklich was taugt. Stimmt, du machst ja auch YouTube-Videos. Ja, genau. Am besten, ich setze euch die Verlinkung unten in mein Video. Oder oben in die Suchzeile Medi-Urs eingeben und dann gibt das so viele nicht. Eigentlich, glaube ich. genau, du machst ja auch, du gibst ja Unterricht. Richtig. Kurse. Ja. Was lernen die Leute da? Eins meiner Steckenpferde ist besondere Maßnahmen bei starken Blutungen. Da geht es um Einweisungen an Abbindesystemen, an professionellen Abbindesystemen, dem Combat Application Tourniquet der siebten Generation zum Beispiel, aber auch an dem, was unsere Kunden tatsächlich haben. Wenn die schon eigenes Material haben, dann machen wir die Leute mit dem Material, was sie haben, so fit und geben denen zumindest die Basis mit, dass sie selber weiter dahingehend üben können, dass sie das, was sie gelernt haben, nicht mehr falsch machen können. Und da liegt der kriegsentscheidende Haken für bestimmte Dinge, damit du ein Muskelgedächtnis dafür entwickelst, bedarf es bummeligen 700 Wiederholungen. 700? Ganz einfach. Überleg mal, wie lange du gebraucht hast, bis du das erste Mal unfallfrei deine eigenen Schuhe selber gebunden hast. Aus der Didaktik weiß man inzwischen durch viele, viele Studien, ja, das werden so bummelige 700 Wiederholungen gewesen sein. Ja, okay. Wenn ich so zurück überlege, wie oft ich versucht habe, damals einen Rückwärtssalto zu machen, hat auch Ewigkeiten gedauert. Ein ganzes Jahr lang habe ich geübt. Siehst du? Du hast recht, ja. Du bildest ja Erste Hilfe Plus aus. Heißt ja. Das ja, ne? Genau. Wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Ist das auch eher so ein urbanes Gebiet, wo man sich aufhält, oder sagt man so speziell auch so eher für Jäger wegen Schussverletzungen oder? Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also es gibt unterschiedliche Varianten. Also wir haben zum Beispiel ein Genre, was wir haben, ist für Sportschützen und Jäger. Ich bin selber bekennender Großkaliber Sportschütze, betreibe das Ganze über die Sportvereinigung der Polizei Hamburg. Also im Grunde, wenn man so will, über deren Betriebssportgruppe. Und seit 1995 mache ich so bestimmte Erste-Hilfe-Trainings für Freunde, für Bekannte, die aus dem Bereich Polizeivollzug, aus dem Militärischen kamen,
1995 aus dem ganz einfachen Grund. Damals haben sich die ersten Einsatzkräfte der Bundeswehr für den Auslandseinsatz vorbereitet. Mhm. Und unter anderem auch Polizeikräfte. Und die haben mir, da haben mir vier Freunde unabhängig voneinander, haben mich angerufen und haben mir aus ihrer Erste-Hilfe-Fortbildung erzählt. Da warst du schockiert, oder? Also das war so. Da saß jemand aus einer Hilfsorganisation mit einem Plus im Logo, der Ausbilder Bummelige, 75 Jahre jung, unfassbar schlecht sitzende Klamotten aus dem Katastrophenschutz. Also damals gab es das Flecktarn bei der Bundeswehr noch nicht, sondern damals war das noch Oliv und die für den Katastrophenschutz, die Klamotten waren exakt dieselben Klamotten, nur in Grau. Okay. Der hatte also diese grauen Klamotten, einen Teilzeit von Motten zerfressenen Pullover dazu. Und da gab es dann für die Damen und Herren, die in einen Auslandseinsatz gehen sollten und auf Kaliber 9mm oder 7,62 NATO rausgeben sollten, da kam dann mit dem Fallbeispiel Otto. Sie kommen nach Dienstschluss mit Ihrem privaten PKW aus der Kaserne und in der Bushaltestelle liegt eine leblose Person. Was tun Sie? Mhm. Das sind natürlich irdische Spiele und Kleinigkeiten, die einen in so einen Auslandseinsatz mit Scharfschützen, mit Heckenschützen, mit Leuten, die tatsächlich schießen können, ungefähr alle 20 Minuten passiert. Oder warte kurz? Nein. Was es damals noch nicht gab und was damals noch in Kinderschuhen und mit einem Bobbycar um Tannenbaum segelte, war T3C, also Tactical Combat Casualty Care. Das gab es aber noch nicht in Deutschland, das gab es in Amerika. Und auch nur erstmal nur für spezialisierte Einsatzkräfte. Okay. Da geht es also um taktische Medizin und das steckte noch dermaßen in den Kinderschuhen. Es gab damals von diesem Tourniquet gab es die erste Generation, die noch einigermaßen furchtbar ist, aber richtig angewendet, trotzdem tatsächlich irgendwo ihren Dienst getan hat, aber auch durchaus ihre Mängel hatte. Also könnte man sagen, du machst nicht Erste Hilfe plus, sondern taktisches, medizinisches Versorgung. Bin aber der Einzige in Deutschland, der es nicht taktische Medizin nennt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir es taktische Medizin nennen, müssten wir die klassische Erste Hilfe auch taktische Medizin nennen. Das macht aber keiner. Okay. Und zwar haben beide dieselbe hässliche Urgroßmutter und das sind die Kriegsschauplätze der letzten 200 Jahre. Hm. Der Gründer des Roten Kreuzes, der Herr Dunant, ist damals mit einem Handwagen, mit Verbandmaterial über die Kriegsschauplätze gezogen und hat zugesehen, dass er bei so vielen Leuten wie möglich irgendwie das Verbluten, das medizinische Auslaufen irgendwie verhindert. Wenn man jetzt bei dir einen Kurs macht, ist er denn auch so anerkannt, sagen wir mal, für Führerschein oder so? Oder ist für Führerschein noch nicht. Okay. Wir sind am Überlegen, ob wir tatsächlich die Anerkennung durch die DGUV und somit dann auch früher oder später für den Führerschein, ob wir dann die Anerkennung haben wollen. Denn das Ding ist, dass das nach einem sehr eng gestrickten Muster ist. Da wird unheimlich viel mit Präsentation und mit PowerPoint gearbeitet. Das sind 9 Unterrichtseinheiten und wir arbeiten grundsätzlich nicht mit PowerPoint, sondern bei uns machen sich die Leute wirklich die Hände schmutzig. Also bei den Präsenzkursen ist es so, dass dann entweder am Flipchart oder an einer Taktifolie, das ist so eine elektrostatisch geladene Folie, da wird dann so eine Folie an die Wand geschmissen, da wird kurz dann der Erklärbär gemacht, Folie weg, na, alles weitere nachher im Handout. Fragen hierzu? Hü. Na, und ansonsten ist es sehr, 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 sehr viel machen. Ja, es ist, vor allem davon lernst du nichts. Das ist genauso ein Fehlglaube wie mit dem Distance Learning mit den Kindern in der Schule. Dadurch, dass sie in der Ferne über Computer berieselt werden, davon lernen sie es nicht. Es gibt halt inzwischen aus Amerika Studien drüber, die belegt haben, dass das zwar eine Sache ist, dass du es aber in dem Moment, das, was du da lernst und beigebracht kriegst, erst verstanden hast, wenn du es in irgendeiner Art und Weise tatsächlich mit Stift und Zettel aufschreibst. Ja. Weil du dann eine andere Verknüpfung im Gehirn tatsächlich bekommst. Dann sollten Leute, die die Videos von mir schauen und diese hilfreichen Tipps, die hier weitergegeben werden von Mike und Günni und so weiter, sich vielleicht Notizen machen, aufschreiben, damit es dann halt... Gut.
im Gehirn eingebrannt wird, was man noch besorgen muss, wie man trainiert und so weiter. Das Ding ist, wirklich aufschreiben und nicht eintippen. Was sind denn eigentlich so deine Kunden? Das sind Leute, die in der Natur gerne draußen unterwegs sind, die sich aber auch mal bewusst gemacht haben, dass wenn sie in der Natur draußen unterwegs sind, dass der Rettungswagen mal nicht in 8 Minuten vor der Tür steht. Das Ding ist, in der Bushcrafterei, beim Bogenschießen, was auch immer, du hast halt Tendenzen oder du hast tatsächlich irgendwas, was potenziell irgendwo auch gefährlich sein kann. Du rutschst mit dem Messer ab. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, du machst dein Feuerholz selber. Das mache ich auch, begeistert selber. Ich habe aber auch grundsätzlich einen zweiten Mann dabei und ich habe auch grundsätzlich das entsprechende Erste-Hilfe-Kit dabei. Aus dem ganz einfachen Grund, da wo wir sind, um Holz zu machen, kommt kein Rettungswagen der Welt hin. Du hast ja auch hier deine eigene Zusammenstellung. Ja, die hatten wir ja in einer unserer Videos mal präsentiert und gezeigt. Wie kamst du eigentlich darauf, eine eigene Zusammenstellung mal zu machen, den Leuten anzubieten? Oha! Macht ja nicht jeder. Nehmt euch was zu trinken, nehmt euch was zu essen, das dauert jetzt ein bisschen. Also, das war so. Ja. Wie ich zu dem ganzen Kram gekommen bin, also zum einen habe auch ich irgendwann mit 13 über die Jugendfeuerwehr angefangen. Das ist jetzt so gute 35 Jahre her. Feuerwehr ist der Teil der Familie, den ich mir vor 35 Jahren ausgesucht habe. Und glaub mir bitte, ich habe in den letzten 35 Jahren echt beschissenere Ideen gehabt. Oha. Ja, ach mein Gott. Ich war damals dabei, als die deutsche Industrienorm für die Verbandkästen, für die Pkw-Verbandkästen eingeführt wurde. Bis es diese Norm gab, gab es zumindest Material, mit dem du eine Abbindung hättest machen können. Entweder richtig reelles Material dafür, eine Art Abbindesystem, oder Material, mit dem du es zumindest improvisieren konntest. Mhm. Das ist in den heutigen alles nicht mehr drin. Die Dreiecktücher sind inzwischen aus dem Viskosevlies. Wenn du es damit versuchst zu improvisieren, wird es entweder reißen oder das haben wir bei einem Kurs gehabt, wir führen es dann halt auch immer vor. Da ist dieses Kunststoff von dem Dreiecktuch tatsächlich ineinander verschmolzen. Verschmolzen? Verschmolzen. Durch die Reibung aneinander, du drehst das ja, nimmst irgendwas zum Drehen, ein Radkreuzen, was auch immer. Auf keinen Fall einen Stift nehmen, Stift bricht. Oh. Ja? Gehst dann bei und drehst und dann merkst du, drehst und drehst und das Drehen wird irgendwann einfacher, dann guckst du runter und denkst so, echt jetzt? Weil es kommt im Grunde in den plastischen Bereich und dadurch wird es länger und länger und länger und dann nimmst du es irgendwann ab und dann wird es irgendwann festes an. Na? Jetzt wenn du irgendwie so bei so einem Tampen am Ende das beim Kunststoffseil irgendwie das mit dem Feuerzeug heiß machst, damit sich das nicht aufdreht. Und dann guckst du irgendwann dir das Ergebnis an und denkst so, okay. Ja, dann 1994, da war ich mit der Krankenpflegeausbildung angefangen und hatte gerade die Probezeit durch. Bin im Süden in der Nähe von Augsburg einen Freund besuchen, damals beim Bayerischen Roten Kreuz war. Der ist in das Amt von dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst berufen worden. Und wir haben gerade eine Tasse Kaffee an der Unterlippe und es schnarcht sein analoger Melder los, der da irgendwas faselt von unklare Lage, Autobahn A9, wahrscheinlich Massenanfall, verletzter Fahrt, mal gucken. Ja. Und der dreht sich zu mir und sagt, du bist mein Melder. Also der Assistent vom organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Hm. Bin dann auch in eins seiner Rettungszelte, weil der war noch ein bisschen mehr wie ich. Bin dann in so eine Jacke von ihm geplündert worden und dann sind wir los und waren mehr oder weniger erst antreffend an dieser Einsatzstelle. Die Einsatzstelle war bummelig 1,5 Kilometer lang. Es war eine Massenkarambolage und zwar hatten die auf der A9 das Problem, in dem Moment, wo es geregnet hat, hast du unmittelbar danach Nebel mit so einer Sichtweite gehabt. Also na, da war Schluss. Oh. Na, das Ende der Einsatzstelle hast du also nicht gesehen. Und dann sind wir, um zu erkunden, erstmal durch diese Einsatzstelle durchgehoppelt, weil bei so einer Lage musst du erstmal dir ein Überblick Bild machen, was passiert, wie viel betroffen und wie viel an Kavallerie du denn nachbrauchst.
Ja, und dann sind wir da um die Wette durch diese Einsatzstelle und da stand ein 18-Jähriger, das war so eine Situation, die hat sich mir wirklich auf die Festplatte gebrannt. Okay. 18-Jähriger Fahranfänger, so sein Erste-Hilfe-Kit in der Hand. Und der stand am Auto vom 21-Jährigen. Und der 18-Jährige stammelte dann, ich kam an den Unterschenkel nicht ran. Der hat so aus dem Unterschenkel geblutet. Aber ich kam da nicht ran. Dann haben wir reingeguckt. Ja, kam er nicht ran. Lag der Motorblock drauf. Oh. Na, jetzt hätte man verbal auf den Bengel einprügeln können. Warum hast du nicht abgeworfen, du Idiot? Ja, wurde aber nicht mehr ausgebildet. Der konnte es nicht wissen. So, das haben wir 4 oder 5 Mal in der Einsatzstelle gehabt. Und dann war so mein persönlicher Grad der Sättigung erreicht. Und dann habe ich mir damals tatsächlich auf die Fahne gekratzt. Also das mit der Erste Hilfe und das mit den mit der DIN-Norm, das war ja meine Fresse. Also musste neuer Schwung wieder her. Ja. Damit Menschen wenigstens noch überleben können. Ja. Man muss sich mal vor Augen führen, pro Jahr sterben 3.500 Menschen im Straßenverkehr. 3.500? 3.500. Bummelig 3.500. Gute 70% davon verbluten, zumeist über die Extremitäten, also Arme und Beine, noch bevor der Rettungsdienst überhaupt da sein kann. Kriegsentscheidend ist im Grunde die erste Minute nach Ereignis. Weil nach 3 Minuten haben sich sämtliche Probleme für den Betroffenen erledigt. Oha. Und da ist auch nichts mit, ja, der Rettungswagen kommt ja gleich, der Rettungswagen ist ja gleich da. Nee, nee. Pustekuchen. 3 Minuten. Attacke. Und daraufhin hast du denn so ein Kit zusammengestellt? Daraufhin habe ich Kit zusammengestellt, daraufhin habe ich die Kurse angeboten. Mhm. Dann kam meine Frau irgendwann von der Dienstreise wieder. Meine Frau ist Dippeling Maschinenbau. Und die hat in einer Firma gearbeitet, die Schüttgutförderanlagen im weltweiten Einsatz planen, bauen und in Betrieb nehmen. Mhm. Da war sie Projektleitung. Und auf ihrer Großbaustelle in weit, weit weg, also in einer Gegend ohne reguläre Infrastruktur, sprich keine Feuerwehr, kein Rettungsdienst, gab es einen tödlichen Unfall. Und dann kam meine Frau wieder und eröffnete am Airport in Hamburg die Konversation nicht mit Hallo Schatz, wie geht's den Kindern, sondern die eröffnete die Ansage mit Ich befehle folgendes Erste-Hilfe-Kit. Und wenn die Mutter deiner Kinder, der Traum deiner schlaflosen Nächte, ausgerechnet mit so einer Ansage überkommt, weißt du, dass jetzt ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt zum Diskutieren ist. Hände an die Hosennaht, na, jawohl. Ja. Dann habe ich 2 Wochen Recherche betrieben, Material gekauft, Material ausprobiert, laut lachend verworfen. Wir haben uns vorher hingesetzt, was sie sich genau vorstellt, was sie da wirklich drin haben will. Danach bin ich dann beigegangen und habe das allererste Kit tatsächlich nach ihren Vorstellungen zusammengestellt. Und das hat sie heute immer noch in der Handtasche. Das kam übrigens 2 Wochen, nachdem wir dann mit unserem Training durch waren, kam dieses Kit in der Nähe von St. Petersburg beim Verkehrsunfall auf der Autobahn zum Einsatz. Ach cool. Und ja, das war dann so der Startschuss, dass ich das Ganze tatsächlich mit Jodel-Diplom bzw. mit Gewerbeschein und allem, was dazu gehört, mache. Urs, auf deiner Internetseite steht auch Survival drauf. Bildest du auch Leute in Survival aus? Das ist teilweise ein sehr fließender Übergang. Okay. Und zwar für bestimmte Kursinhalte ist zum Beispiel ein kriegsentscheidender Punkt. Wenn du jetzt beispielsweise nach Norwegen oder nach Schweden Kanutour, eventuell Frühjahr, eventuell Herbst, das Wasser ist noch so kalt und Boot kentert, du wirst klitschnass oder dein Buddy wird klitschnass. Gibt's da draußen in weit, weit weg, gibt's eine einzige Möglichkeit, wie du demjenigen das Leben rettest? Naja, wenn ich jetzt mal so überlege, viele verbinden ja Survival mit, sie müssen sich durchkämpfen, sie müssen irgendwie irgendwo überleben, Feuer machen, Sicherheit finden. Aber im Grunde genommen geht's ja auch beim Überleben, wie du sagst, um das Medizinische. Du musst das ja ist wissen, genau das hüpfende Komma. Genau, wie kannst du deine Wunden verheilen, ohne dass du eine Infektion kriegst? Wie kannst du jemandem helfen, der bewusstlos ist? Oder? Das ist ein fließender Übergang. Genau. Das ist etwas, was viele massiv unterschätzen.
viele rennen hinterher, so mit Gear und hier ein neues Messer und da eine neue, keine Ahnung, Säge, da ein super cooles Beil. Ja. Aber das Ding ist, und auch das verstehen die wenigsten, es gibt so eine wunderschöne Pyramide und die Basis dazu ist letzten Endes die innere Einstellung. Die zweite Stufe dazu, da geht es dann um die Skills, also das, was du tatsächlich selber kannst. Mhm. Und erst dieses kleine Ding oben drauf, dieses kleine Dreieck, das ist die Ausrüstung. Ja, die Leute fangen bei der Ausrüstung an. Ja, genau. Und was sind eigentlich so die meisten Verletzungen, die du bis jetzt so erlebt hast? Sind das mehr so starke Blutungen, irgendwelche offenen Wunden oder mehr Schnittverletzungen? Was hast du da am meisten? Das, was uns da draußen am meisten zu schaffen macht, sind im Grunde Bagatellverletzungen. Das sind kleinere Schnittverletzungen, das sind Schürfwunden oder so. Alles, was an den Händen stattfindet. Unsere Hände sind letzten Endes unser wichtigstes Werkzeug. Klingt furchtbar banal, aber wenn du jetzt zum Beispiel draußen bist, irgendwie hüfttief Schnee, bist da unterwegs und dann sollst du ein Feuer machen und dir sind die Finger klamm. Es gibt so einen Test, der eigentlich von den Inuit kommt. Wenn du das hier nicht mehr kannst, weil dir die Finger kalt sind, so, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Okay, versuch dann mal mit deiner Motorik Streichhölzer oder ein Feuerzeug zu bedienen. Was kannst du eigentlich den Leuten, die jetzt dieses Video schauen, empfehlen? Wir machen halt auch Online-Kurse. Mhm. Und da machen wir auch besondere Maßnahmen bei starken Blutungen. Das funktioniert. Die Leute buchen den Kurs und kriegen, wenn es gewünscht ist, kriegen ein entsprechendes Kurskit dazu. Da ist ein Tourniquet drin, da sind zwei Traumabandagen drin, da ist zweimal komprimierte Gase drin und da ist ein Baumwolldreiecktuch drin. So, und daran wird eingewiesen, gerade an dem Tourniquet und der Traumabandage und der Gase. Letzten Endes geht es darum, dass wir den Trigger geben, dass die Leute sich selber zu Hause weiter schulen. Und deswegen auch zwei Traumabandagen. Die eine ist zum Üben, die andere ist für den scharfen Einsatz. Cool. Ja, genauso mit der komprimierten Gase. Die eine ist zum Üben, die andere ist für den scharfen Einsatz. So ein Baumwolldreiecktuch, das hält ewig und drei Tage. Wenn du das jetzt nicht irgendwie zwanghaft anzündest oder so, hast du da dauerhaft gut von. Ja, und so ein Tourniquet hält ewig. Danke. Medios. Sehr schön.